Und weiter mit Schatten der Finsternis, Version 1.43. Ja. Wurst, genau. So, mal mit dir hier sprechen. Mike, du musst ja viel trainieren. Mike, du musst ja viel trainieren, um stark zu werden. Na klar. Und du musst an deiner Rechtschreibung arbeiten, junge Dame. Mann, 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 Mann. So, jetzt werde ich gleich mal bei meiner Mutter... Meine Mutter erstechen. Buh. Hi, Mama. Weißt du, was passiert ist? Oh, Mike, musst du mich immer so erschrecken? Tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Ich schleiche mich nur gerne von hinten an. Oh, übrigens, Leute erschrecken, das kann ich ziemlich gut. Aus irgendwelchen Gründen laufe ich nämlich ziemlich leise. Jedes Mal, wenn ich... Als ich noch zu Hause gewohnt habe, meine Mutter hat sich jedes Mal erschreckt, wenn ich in der Küche war, während sie zum Beispiel gerade am Herd stand oder was weiß ich. Oder auch wenn sie gerade am PC saß. Und wenn ich dann plötzlich was sage, hat sie immer erschreckt, weil sie hat mich überhaupt nicht gehört. Ich bin quasi der Private Solid Snake. Ne? Tut mir leid, ich habe die Prüfung bestanden. Das ist so schön! Das hätte ich nie erwartet! Du hast doch sonst nichts im Leben geschafft. Was ist los? Ach, ich habe nur Angst um dich. Dass du dir vielleicht wehtun wirst. Oder ähnlichem. Ach, was soll mir denn passieren? Außer vielleicht... kompletter Verblödung. Felus, du sollst dich jetzt ausruhen und ins Bett gehen. Es ist schon spät, mein Schatz. Ja, diese blendende Sonne kündigt auch schon an, dass es... unglaublich spät ist. Das ist nicht die Sonne, das ist der Mond. Ah ja, natürlich. Oh, stimmt. Und schon ist es Nacht. Zip. Es regnet. Es blitzt. Fledermäuse sammeln sich. Und der Soldat schläft. Da ist nur ein Mensch. Sind nicht mehr da. Sie sind in den Häusern bestimmt. Ja, sie sind für die Häuser bestimmt. Der reicht gerade mal für mich. Toll. Was ist mit uns? Wir haben auch Durst. Sucht euch eigene Opfer, der da ist meiner. Ich werde mein Fleisch in seine Rüstung rammen. Worauf wartet ihr? Verschwindet, schaut woanders, ne? Ich glaub's nicht. Was? Ich hab diesen Satz nicht verstanden. Ich sagte, ich glaub's nicht. Ach so. Verschwindet, geht woanders hin. Zu Befehl, Meister Maske, entschuldigt die Aufregung. Das sind Narren, wo ich die bloß her habe. Na egal, ich kümmere mich mal um meinen Durst. Ein Blitz schlägt niemals an die gleiche Stelle ein. In dieselbe Stelle. Von wegen. Nicht in Schatten der Finsternis. Er schläft. Ja, das habe ich vorhin auch schon angemerkt und ich habe keine Ahnung wieso. Es regnet, es blitzt. Eigentlich müsste der Blitz in seine Rüstung einschlagen. Immer und immer wieder. Wenn mein Opfer schläft, schmeckt es nicht so gut. Es muss wach sein. Sonst schläft ja auch das Blut. Ey, du, werd mal wach, Alter. Ey, yo. Ja, ich bin wach. Oh mein Gott, ein statischer Blitz. Was machen Sie zu später Stunde hier? Was schon? Ich hab Durst. Hast du ein Glas Wasser? Und warum gehen Sie ausgerechnet in dieses Dorf? Hier gibt's nicht mal eine Gaststätte. Das nicht, aber einen Menschen. Machen Sie keine Scherze, was wollen Sie hier? Was ich will. Oh, was könnte er nur wollen? Ist es A. Butter? B. Marmelade? C. Blut? Oder D. Eine Entlausung. Was ich will. Ich will. Ma-O-Am! Sie sind ein Vampir! Nein! Ich habe nur eine unheilbare Krankheit! Nein! Lassen Sie mich! Du mal schrei nicht so laut, ich stecke dich jetzt auch an! Ja, ja Blut! Hätte Blut! Darauf habe ich so lange gewartet! Nom, 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 nom! Ah! Ah! Meine Rüstung schützt mich nicht vor diesem Biss! Ah, und wieder Orangensaft! Da fällt mir gerade ein, ich habe im letzten Video, was falsch gesagt.
ich sagte so viel wie, ah, dass ihm nicht auffällt, dass er schon seit 300 Jahren lebt. Nö, das war ein ganz anderer Charakter. Der Schwarzhaarige, der wurde zum Vampir gemacht. Der Blauhaarige ist jetzt wieder ein neuer. Ja, also, ich will hier nicht mehr Unlogik reinbringen, als sowieso schon drin ist. Linker! Kaufen Sie doch jetzt Blut ins Top. Leider könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, wie ich breit grinse und beide Daumen nach oben halte. Ting! Was war das? Ich verspüre ein ungutes Gefühl. Ich muss nach dem Rechten sehen. My spider sense are tingling. Boah. Was ist hier los? Ich muss hinaus in den strömenden Regen und diesem Schrei hinterher. Denn jetzt bin ich ein 16-jähriger Soldat und kein Zivilist mehr. Da hinten ist jemand. Jetzt hat mich fast der Blitz getroffen. Ey, was hast du getan? Was, noch ein Mensch? Wie kommst du hier hin? Du warst doch eben nicht da. Er muss über magische Fähigkeiten verfügen. Ist er womöglich ein Mentalist? Du kennst Uri Geller, ist das nicht so? Du bist ein Vampir? Verschwinde, bevor ich dich töte. Obwohl, ich sollte ihn sofort töten, da er mich jetzt kennengelernt hat. Ja. Ich scheue euch nicht. Ihr werdet mir nichts antun können. Denn ich habe die Macht des Mondsteins. Mondstein, Flick und Sieg. Ich glaube, ich bin ein bisschen bescheuert. Oh, harr. Wer wird denn angegriffen? Ausrufezeichen. Ich brauche Verstärkung. Ausrufezeichen, Caps Lock. Du na, das wirst du bereuen, Tutentun. Oh nein. Wieder ein spannender Kampf. Und der jetzt vollkommen anders aussieht. Au. Du bist kümmerlich, Mensch. Aha, aber ich bin viel größer als du und hin und wieder unsichtbar. Was willst du dagegen tun? Ich kann mich anschleichen. Au. Hahaha. Gleich bist du hinüber. Kein Mensch hat eine Chance gegen einen Vampir. Aber ich kann auch speichern. Ich habe mich einmal gespeichert. An diesem Tage wurdet ihr vernichtet. Elender Mensch, ich bringe dich um. Au! Oh! Da hinten schnappt ihn euch, Männer! Prügelt auf diesen Jungen ein mit dem blauen Haaren! Er ist ein scheiß Protagonist! Ich muss hier schnell weg! Ich habe keine Chance gegen Menschen! Ich muss hier weg! Und oh! Jetzt bin ich gegen diese Mauer geflogen! Ah, muss dieses Haus ja auch im Weg sein! Er flüchtet. Er hat sich in eine Fledermaus verwandelt. Er scheint, als sei es ein Vampir. Und verflucht. Ich kann meinen Arm nicht hochhalten, um nach ihm zu greifen. Diese Rüstung ist zu schwer. Geht es dir gut, Mike? Bist du verletzt? Woher kennen Sie mich? Ich bin neu hier. Mir geht's gut. Aber ich konnte ihn nicht retten. Es ist bedauerlich, aber zum Glück sind nicht mehr zu Schaden gekommen. Es hätte durchaus schlimmer sein können. Wir sollten uns alle ausruhen und danach ein wenig Grammatik lernen. Okay, machen wir das Tutentum. Ach, ist das nicht eine wunderschöne Geschichte, meine lieben Freunde? Oh, mir geht's so schlecht. Ich hab mich überfressen. Mit Nougat-Bits. Es sei eine neue Person. Oh. Was? Linsen? Ja, natürlich, ich weiß, es sind Augen. Das Licht auf einmal heller ist und was ist mit mir los? Ich sollte aufstehen. Ja. Dazu fiel mir jetzt ehrlich gesagt nichts Intelligentes ein. Oh, ich fühle mich so neu. Wie mit Perwoll gewaschen. Nochmal einen Daumen hoch zeigt. Hebt. Dings. Was mit mir passiert? Was war gestern bzw. heute Nacht passiert? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es könnte ich besser sehen. So hell das Licht. Was ist mit mir los? Bin ich krank? Ich sollte meine Mutter fragen. Mutter, bin ich krank? Ich habe so einen komischen roten Punkt auf der Stirn. Jetzt werde ich aber erstmal speichern, denn dieses Video geht ja nicht mal mehr anderthalb Minuten. Item, Seelenstein. Ich habe nicht das Gefühl, dass es doch irgendwie großartig gefährlich werden könnte. Mama, ich habe irgendwie das Gefühl, A, sei ich krank. Und B, als seist du nicht meine Mutter. Oh, Mike, wo tut es denn bei dir weh?
Das zeige ich dir lieber nicht. Ich bin schon aus dem Alter raus, wo ich meiner Mutter jedes Körperteil zeige. Die Augen tun weh, ich hab so... Ja, ich hab schrecklichen Durst auf... Auf was? Blut! Was? Wie? Blut? Mike, was ist mit dir los? Ich habe... Bindehautentzündung! Boah, ich wär derbe ohne Blut, ich brauche dein Blut, das kommt so saftig! Nein, Mike! Du bist ein saftiges Mal für meine Kehle! Ich kann jetzt korrekt sprechen, aber ich kann mich nicht im Zaum halten und muss meine Mutter töten, die ich über alles liebe! Mike, komm wieder zu Vernunft! Boah! Mike! Oh, schon